Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. Das letzte Mal haben wir Affen verprügelt. Und jetzt verprügeln wir noch mehr Affen. Zumindest herzlose Affen. Das geht ja dann, glaube ich, noch klar. So halb irgendwie. Jedenfalls bin ich hier falsch. Ich denke, ich muss zurück zum Zelt, denn da hat uns die Cutscene drüber aufgeklärt, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmt. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal da rein. Hello! Hey, wo ist Jane? Was ist los, Tarzan? Irgendetwas kommen! Jane in Gefahr! Jane in Nähe, bei Baumhaus! Das klingt nach Ärger, gehen wir! Na, okay. Wir speichern kurz. Kann nicht schaden. Kann in der Tat nicht schaden. Es schadet wahrscheinlich eher, wenn man nicht speichert. Na komm. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Und zurück ins Baumhaus. Mal wieder. Dieser blöde Dschungel. Achso, ich kann eigentlich noch eine andere Kleinigkeit zeigen. Tarzan hat ein Level Up, okay. Komm schon. Ihr seid wieder voll im Weg, Mann! So. Ah, aber wieder einen Achat-Splitter bekommen, das ist sehr schön. Prima. Okay. Na gut. Ja. Weg mit dir. Bevor du wieder hier irgendwas kaputt machst. Na hopp. Okay. So. Haben wir's? Wir haben's. Okay. Und zwar können wir bei diesem kleinen Chemiebaukasten Eis verwenden. Eis verwenden. Ja, achso, wir müssen es ansprechen. Okay, Potion hinzugetan. Jetzt kühlen. Okay, so war das. Funktioniert quasi genauso wie der Ofen. Zusatzexperiment wird durchgeführt. Flomp. Und wir bekommen eine Äther dafür. Sehr schön. Zwei sogar. Das war das, was ich in der vorletzten Folge gemeint habe. Dass man hier auch an eine Äther rankommt. So, und jetzt wollen wir zum Baumhaus. Der schnellste Weg wird hier unten rum sein. Denn nochmal an den Lianen rumspringen habe ich keinen Bock. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wie das mit diesem dieser Rutschbahn war. Die ist aktuell noch nicht weiter interessant für uns und ich bin voll daneben gesprungen. Sondern erst später. Und was es damit auf sich hat, werden wir dann entsprechend noch sehen. Nur im Moment ist es noch reichlich uninteressant und ist einfach nur da, um da zu sein. Okay, nice, hoch da. So sollte man nämlich relativ zügig ans Baumhaus rankommen. Und je zügiger wir dort sind, desto zügiger können wir diese Welt abschließen. So froh, wie wir hier weiterziehen können. Ich bin so froh, dass ich dann nur noch kurz rein muss und mir nur noch ein paar Kleinigkeiten holen muss. Große dunkle Frucht sieht verdächtig aus. Ja, jetzt müssen wir die Früchte aktivieren. Lustigerweise mache ich das jedes Mal falsch, wenn ich hier bin. Jedes Mal aktiviere ich diese blöden Früchte, wenn ich zum ersten Mal hier bin. Jedes Mal denke ich mir, irgendwas hast du da jetzt verpennt. Katastrophe. So. Jetzt erwischt. Dankeschön. Das war ja komisch jetzt. Na gut. So, wir wollen das relativ zügig hier abschließen, bevor die Herzlosen hier noch mehr Unfug mit den Blumen anstellen. So, beeile ich mich hier mal ein bisschen. Nein. Mit beeilen meine ich beeilen und nicht hier rumeiern. Mist, wo waren denn die anderen zwei? Da oben war noch. Oh, wieder ein Achatsplitter, sehr schön. Zora, please, spring da ran. Dankeschön. Nein. Ja. So, sind alle aktiv? Wahrscheinlich nicht. Die ist aktiv, die ist aktiv, die ist aktiv. Moment, eine fehlt doch. Die sind alle da. Also, jetzt müssen wir, glaube ich, auf die Frucht hauen, oder? War das nicht so?
Ich erinnere mich nicht mehr. Ich schlage einfach weiter auf die Frucht. Und hoffe, dass Donald und Goofy das... Ah, jetzt, okay. Prima, jetzt wird's größer. So. Mr. Clayton kam zum Zelt und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Clayton? Gorillas gefangen, Turk weggelaufen. Wir müssen den Gorillas helfen, den Gorillas. So, und wisst ihr, was das für uns bedeutet? Wir dürfen jetzt nochmal zurück zu dieser blöden Bambuslichtung rennen. So much backtracking. Wir müssen den Gorillas helfen. Ja, ja, ja. Ist hier etwas versteckt? Ist hier eigentlich was anderes? Aha! Jetzt ist die dunkelblau. Die auch. Und ich glaube, jetzt können wir sie theoretisch sogar mit Feuer öffnen. Wenn ich mich recht entsinne. Aber ich will die jetzt nochmal alle aufmachen. So. Hat das getroffen? Natürlich nicht. Aber jetzt... Fehlt wieder eine? Huch. Jetzt sind komm, schließen sich wieder. Ja, ja, das ist mir vollkommen bewusst. Nee. 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 Na gut. Na dann. Auf zum Baumhaus. Ich bin am überlegen, ob ich da an den Pflanzen irgendwas übersehen habe. Es ist gut möglich. Oder es war tatsächlich für dieses Event jetzt gerade gedacht. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Ich versuche den Dschungel immer so weit wie möglich zu verdrängen. Und ich glaube, wir wollen hier einfach gehen. Ich denke, hier gibt es nichts Besonderes. Nee. Machen wir einen Abgang. Woo! So sollte man ein bisschen schneller wieder zur Lichtung kommen. Hoffe ich. Ja, komm, nehmen wir einfach die Rutschbahn. Warum nicht? Swoosh! Da weiß ich wenigstens, wo wir rauskommen. Eieieiei. Ich bin so froh, wenn wir hier durch sind. Können übrigens die Äste verprügeln, aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat. Aber wie gesagt, aktuell können wir hier auf dieser Rutschpartie eh nicht allzu viel anrichten. Das wird dann erst später nochmal interessant. Dann wollen wir mal. Hui! So. Nein. Wir rollen einfach vorbei. Keine Lust mehr auf Affen. Keine Lust mehr auf diesen Affenzirkus. So, und ich glaube, jetzt wollen wir zur Felsklippe. Oder? Danke. Not Clayton. Not Clayton. Nein, Clayton ist not Clayton. Au. Aber offensichtlich kann er mir trotzdem einfach mal eine Kugel in den Kopf drücken. So, das hier ist die erste Phase vom Bossfight dieser Welt. Wir kämpfen gegen Clayton. Kurze Zeit lang und es geht weiter in die nächste Phase.
wir kämpfen gegen Clayton, der auf irgendwas Unsichtbarem reitet. Im Endeffekt wollen wir, soweit es geht, erstmal das unsichtbare Ding hier schlagen, was sich rausstellt als herzloses Chamäleon. Heißt wahrscheinlich Herzmelion oder sowas oder Dunkelchamäleon. Im Endeffekt ist der Kampf gar nicht mal so schlimm, wenn man relativ aggressiv vorgeht und so ein bisschen auf Clayton aufpasst. Denn wir sehen schon, wir haben ihn jetzt quasi von dem Herzlosen runtergehauen. Währenddessen versucht er uns mit seinem Gewehr zu behaken. Solange wir aber immer schön ausweichen, kann uns besagtes Gewehr nicht so viel. So, kümmern wir uns um Clayton. Richten ihm mal noch ein bisschen Schaden zu. Wir müssen, ich glaube, beide Energieleisten nach unten bringen. Und ich glaube, er wird gleich wieder aufsteigen. Das weiß ich zu verhindern. Glaube ich, denn ich sehe nichts mehr. So. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Nice. Und du gehst auch down. Bams. Easy peasy. Tarzan, home. So, wir sind am Wasserfall angekommen. Wir haben Clayton und seinen Chamäleon nicht nur besiegt, sondern getötet. So wie es aussieht. Jetzt will ich kurz mal schauen, wie der Gegner tatsächlich heißt. Der hat bestimmt wieder irgendeinen total doofen Namen. Das sehe ich doch jetzt schon. Kamesilisk. Na, das geht sogar noch. Okay, super. Und dann wollen wir doch mal zum Wasserfall gehen, wo Tarzan angeblich zu Hause ist. Und im Endeffekt ist das hier kein jetzt besonders umfangreiches Gebiet, aber es gibt hier trotzdem noch ein paar Schatzkisten, die wir einsammeln können. Und wir haben schon gesehen, mit Trillerz zum einen, wir haben die Macht der Heilung erhalten. Endlich! Ich werde jetzt mal Feuer durch Blitz ersetzen und Blitz durch Vita. Wir haben endlich unseren Vita-Zauber. Und ich werde Donald entsprechend einstellen, dass er oft seine Abwehrmagie einsetzt. Wenn wir ihn dann wieder haben. Wir haben jetzt endlich Vita bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt endlich jederzeit heilen, solange wir Mana haben. Und das wird einer der wichtigsten Zaubersprüche im Spiel. Neben einem bestimmten anderen, den wir allerdings erst später bekommen. Und das waren, glaube ich, die letzten Welpen, oder? Das müssten die letzten Welpen dieser Welt gewesen sein. Schauen wir mal. 21 gerettet. Keine mehr im tiefen Dschungel. Ist sehr nice. Haben wir die auch alle mitgenommen. Okay, wir wollen hier im Endeffekt einfach komplett nach oben klettern. Da sind auch wieder Kisten. Ganz viele Kisten. Alles für mich. Oh. Okay. Nochmal Orihalkon bekommen. Jawohl, damit ich mich wieder schön an Indiana Jones erinnern kann.
Ich wollte nicht die Ranke entlang klettern, sondern einfach rüberspringen, aber Sora hat gedacht, es wäre jetzt eine total geile Idee, die Ranke anzuvisieren. Und ist stattdessen dorthin gejumpt, natürlich. Wie es halt so läuft, ne? So. Klettern war halt rüber. Bist du jetzt zufrieden, Sora? Dankeschön. Und mehr Mithril, jawohl. Gehen wir nach oben. Weiter, weiter. Okay, klettern wir einfach da hoch. Das geht auch. Wahrscheinlich sogar ein bisschen einfacher, als hier rumzuspringen. Okay. Die Kamera macht mich... Nein! Ach gut, ich hänge an der Kante. Ich dachte, ich wäre da runtergefallen. Really? So. Und da oben gibt's doch nicht mal was. Okay. Nice. Jetzt sind wir hier oben, aber ich glaube, ich will einfach darüber. Ja. Sheesh. This is your home? But that means... Huh? Ooh. Oh. The waterfalls! They're echoing all the way here. Friends there. Sea friends. Oh, now I've got it. Ah. Means heart. Friends in our hearts. Heart. Oh, so that's what it meant. Friends. Same heart. Clayton. Lose heart. No heart. No see friends. No heart. No friends. Sorry about what I said. I'm sorry too. Yeah, 0-1, huh? But it's sure not the king's. I think someone has a new admirer. No. This would kill me. What drew the Heartless to that world? The Hunter lured them there. It was his lust for power that was the bait. But it seems the bait was too tasty for his own good. Yeah, he got chopped instead. A weak-hearted fool like him stood no chance against the Heartless. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Fear not. It will take him ages to find the way. Besides, he remains blissfully unaware of our other plan. Yes, the princesses. They are falling into our hands, one by one. Speaking of which... Thank you.
Dann wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen. Wo ist überhaupt euer Schiff? Also nicht weit weg. Sora, Tarzan, Freunde. Und wir haben einen Simplexus erhalten. Das Schlüsselschwert bezieht seine Kraft aus den Anhängern. Jeder Anhänger verleiht dem Schwert neue Kräfte. Die Anhänger werden unter der Menüoption Ausrüstung angebracht. Die rote Triotech erlernt. Sehr nice. Schaut mal diesen Gummistein, der aus dem Loch fiel. Das sieht merkwürdig aus, für was der gut ist. Vielleicht kann Leon uns weiterhelfen. Gute Idee, wir sollten zurück nach Traverse und ihn fragen. Aber ich bin der Steuermann. Hey, lass den Steuerknüppel los. Hey, ich habe das Schlüsselschwert, ich bin auserwählt worden. Aber nicht zum Piloten. Das stimmt. Goofy hat da auch nichts mehr zu sagen. So, und sie haben sich natürlich wieder in die Haare gekriegt. Okay, wir haben jetzt einen ziemlich weiten Weg nach Traverse vor uns. Vorher möchte ich allerdings nochmal ins Gumi-Menü. Und möchte mal unsere neuen Spielzeuge anbringen. Nämlich unsere neuen Waffen. Schauen wir doch mal. Die Highwind wird immer schöner mit jedem Gumi, das ich anbringe, Mensch. Okay, dann... Ich glaube, wir haben einen Antrieb noch bekommen. Jo. Okay, dann haben wir noch einen Feuerantrieb. Passt der denn hin? Perfekt. Zu viele Antriebe. Ah, okay, na gut. Okay. Kann ich aktuell nicht anbringen, weil mein Computer nicht reicht. Aber wir haben einen Blitzragummi noch bekommen. Und ein Meteogummi. Ich hoffe mal, die kann ich beide anbringen. Das wäre durchaus wünschenswert. Moment, kann ich das da... Nee, ich dachte gerade schon, das sah gerade so komisch aus. Nehmen wir das mal weg. So. Wunderschön. Und noch ein Blitzragummi. Ja, das feuert am besten nach hinten. Gute Idee. So, prima. Auf jeden Fall sind wir schon mal gut bewaffnet. Ich glaube nur, ein Fangnetz haben wir immer noch nicht, ne? Natürlich nicht. Na gut. Speichern wir das. Yes, mehr Kanonen! Mehr Kanonen! Okay. Dann werde ich ganz kurz regulär zur Arena des Olymp fliegen, ohne zu schneiden, damit wir sehen, wie die neuen Waffen aussehen. Zerstöre 70... Moment, nur mit Blitzragummi als Waffe. Da habe ich jetzt keinen Bock auf diese Mission. Nutze 5 mehr hast. Na okay, gut, dann machen wir halt erstmal keine Mission. Habe ich kein Problem mit, weil ich fliege jetzt nicht nur mit Blitzragummis hier los. Ich möchte die neuen zeigen. So. Wie ihr sehen schon, wir haben jetzt zweimal Blitzra und Meteo. Indem wir hier diese Raketen quasi feuern können, die auf Gegner zu fliegen. Allerdings verbrauchen diese unsere Energieleiste rechts unten, die wir bisher noch nicht wirklich beachten mussten. Deshalb sollte man da relativ vorsichtig mit umgehen. Sondern ich glaube, wir mussten... konnten wir ja die Mission nicht machen. Ich dachte gerade aus irgendwelchen Gründen, wir wären bei der Schildmission. Sind wir allerdings nicht. So, okay. Wunderbar. Okay, alles erledigt. Zumindest sammeln wir hier gut Punkte. Und Aero-Gummis, wie blöde. Eieiei. Ich bin so froh, wenn wir zu Kingdom Hearts 2 kommen und ich
die besseren Gummi-Missionen spielen darf. Das wird so viel besser. Das sag ich jetzt schon mal. Oh boy. Okay. Wieder durch die Hula-Hoop-Dimension. Theoretisch wären noch ein paar Blitzgummis mit schlecht, einfach damit ich auch ein bisschen ordentlich geradeaus feuern kann. Okay. Na gut. Na, von mir aus. Oh, ich habe die Anzeige ausgeschaltet. So. Gar nicht drauf geachtet. Oh. Okay. Ja, ballern wir hier ein bisschen durch. Ah, Massaker. Okay. Sehr gut. Das Schöne ist halt, dass das Meteogummi die Gegner auch durchstößt und einen relativ großen Angriffsradius hat. 192 Punkte, das ist gar nicht mal so schlecht. Na gut. Juhu. Hey, neuer Highscore, na immerhin. Okay, wir gehen direkt weiter zur Weltenkarte, denn ich möchte in der Arena aktuell nichts tun. Und wir sehen uns dann in Traverse wieder, denn dort dürfen wir jetzt weiterfliegen. Mehr Gummi-Mission. Bis gleich. So. Mir fehlt für die Gummi-Mission nach Traverse natürlich wieder ein Schildgummi. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gehen wir erstmal in den Itemshop gucken. Ei. Hello, willkommen. Ich will was verkaufen, denn ich glaube, von mich zu erinnern, dass ich einen Diamanten habe. Ja, genau, die kann man beruhigt verkaufen. Mit denen kann man nichts weiter anfangen, außer sie zu verkaufen. Ich möchte den beiden eigentlich immer noch keine Waffen kaufen, muss ich ehrlich sagen. Potions habe ich, High Potions habe ich. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus von den Items her. Kann ich jetzt nicht meckern. Schauen wir doch mal, was der Accessoire-Laden sagt. Flop. Hello. Ich will einkaufen. Ich könnte mir den Obsidian-Ring holen, aber ich heb mir das Geld noch auf. Nein, ich will nichts verkaufen. Tja, geh weg! Hey, Mugel. Es geht. Ich werde mich mal kurz heilen. So. Beziehungsweise, hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Ich war voll geheilt. Reflex. Okay. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Mugel-Laden mittlerweile geöffnet hat. Wir werden sehen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, dann, ich überlege jetzt gerade, was der schnellste Weg sein dürfte. Da lang. Ja. Nach Traverse Nord. Nach Traverse Mord. wir wollen ins Hotel. Oh. Und euch nehmen wir auch noch mit. Ihr fehlt mir nämlich noch fürs Journal. Quasi die gleichen Gegner, die wir schon zigtausend Mal gesehen haben. Nur diesmal mit Blitz als Magie. Kommst du da runter, bitte? Bitte? Dankeschön. Sheesh. Okay, wunderbar. So. Und rüber da. Beziehungsweise Ryan da. Huch, was wollt ihr denn hier? Geht weg! Nein, ich will hier rein, ich will hier rein! Oh, Donald hat ein Level abbekommen. Tragbare Items sind nach oben gegangen. Das heißt, Donald hat jetzt einen Itemslot mehr, wo er Items verschwenden kann. Das ist doch wunderschön. So, ihr seid voll im Weg, ey. So. Ich möchte nämlich noch was anderes schauen. Habe ich irgendwelche Abilities bekommen? Ja, habe ich tatsächlich. Konter! Und mehr Tech-Punkte. Ich glaube, ich haue erstmal den Konter rein. Donald kann ich noch nicht.
Charmeur, oh Gott, yes, please. Zieht LP und MP-Kugeln, Taler und Items magisch an, durch doppeltes Ausrüsten auch von Weitem. Mehrere Charaktere können Charmeur lernen und je öfter man es ausrüstet, desto höher wird der Effekt. Und so können wir endlich von einem bisschen größeren Radius aus die ganzen Blubbel am Boden einsammeln. Ich sehe, Donald hat noch überhaupt nichts hier bekommen. Dann kriegt Donald jetzt einfach mal... Ja, den kriegt Donald. Donald kriegt sowohl die Protoskette als auch den Reißzahn, damit er da einfach mal was ausgerüstet hat. Sora, wollte ich die Waffe zeigen, nämlich Simplexus. Besitzt eine lange Reichweite, führt allerdings nur selten Volltreffer aus. Hat zwei Angriffspunkte mehr. Und wie der Name schon sagt, wir haben eine etwas höhere Angriffsreichweite, machen aber weniger Crits, was mir relativ wenig ausmacht. Deshalb rüsten wir sie einfach mal aus, auch damit wir mal ein anderes Schlüsselschwert hier in Aktion sehen. So, geh mal raus in die Hintergasse, da wollen wir nämlich als nächstes Ryan. Und da sind natürlich schon wieder Herzlose. Okay. Ne. So, hier lang. Das ist gerade wichtiger. Au. Okay. Weg mit euch. Aua. Wilde Blitzmagie. So. Na komm schon. Huch. Okay. Wie mal. Und. Na. Nie. Ihr stört gerade alle. So, weg mit euch. Prima. Hi. Okay. Und hier unten sehen wir eine rote Triotech, die wir jetzt aktivieren können. Donk. Wunderbar. Damit können wir Wege freiräumen, die verschlossen sind. Und speziell hier unten finden wir Leon. Und Aerith. Beziehungsweise eigentlich Aerith in der deutschen Übersetzung. Aber naja, hallo. Du hast den Schlüssel auch also gefunden. Ja, das Schlüsselschwert hat es automatisch versiegelt. Gut. Jede Welt in dem Sternenmeer hat ein Schlüsselloch. Und jedes führt zum Herz aller Welten. In dieser Stadt muss auch eins sein. Was meinst du damit? So stand es in Ansems Bericht. Die Herzlosen strömen durch dieses Schlüsselloch herein und machen etwas mit dem Herzen der Welt. Was passiert dann mit der Welt? Am Ende verschwindet sie. Was? Deswegen ist dein Schlüssel so wichtig. Bitte versiegle die Schlüssellöcher. Du bist der Einzige, der das kann. Ich weiß nicht. Irgendwo da draußen muss die Antwort liegen. Ja, wir müssen deine Freunde finden und König Mickey. Ich glaube, du hast recht. Okay. Okay. Gut. Wir haben rausbekommen, was unsere Aufgabe ist. Ich glaube, ich bin mir jetzt hier nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dieses Gespräch hier unten mit Leon ist tatsächlich optional. Ich glaube, man muss hier noch nicht rein. Kann mich aber auch ehrlich gesagt schwer täuschen. Ich gehe trotzdem, öffne das trotzdem gern mal, weil das hier ein relativ wichtiger Ort ist. Hier werden wir noch ab und dann mal ein paar Szenen zu sehen bekommen. Und dachten wir, dann können wir den auch gleich aufmachen. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal schauen wir dann nach dem Schlüsselloch in Traverse Town. Und da würde ich sagen, das war es von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.